Zeichen und Symbole Teil 3. Niccolo Polo hat ein Buch in der Nähe der kleinen Hagia Sophia versteckt, das Hinweise zum Versteck eines Masyaf-Schlüssels enthält. Benutzen Sie die Polo-Symbole, um es zu entdecken. Okay, drücken Sie LS, um den Atlas-Sinn zu aktivieren und die richtigen Polo-Symbole zu finden, die Sie zum Versteck des Buches führen. Da vorne ist auf jeden Fall ein Symbol. Nee, das ist das Falsche. Ah. Gut. Dann lass uns mal das Buch in Besitz nehmen. Jetzt habe ich die Anmoderation überhaupt gemacht? Nee, habe ich nicht. Ich glaube nicht. Egal. Falls doch, dann nicht. Oder falls nicht, dann jetzt nochmal. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed Revelations. Am Mikrofon begrüßt euch, wie immer, euer etwas zerstreuter, verwirrter Omni. Und wir versuchen jetzt hier die Polo-Symbole Teil 3 zu machen. Also so nah neben einem Strohhaufen mit Feuer zu hantieren, ist vielleicht auch keine so gute Idee. Okay, da müssen wir oben rauf. Und dann schauen wir mal, was uns in dieser Folge erwartet. Wie gesagt, ich mache jetzt dieses eine Polo-Symbol-Dings da. Wie heißt es? Aesops Fabeln von Sokrates. Okay. Jetzt sind wir schon wieder durch. Mädchenturm freigeschaltet. Das ging ja schnell. Wir haben jetzt nur das Buch gefunden und keine weitere Sophia-Erinnerung? Gut. Dann, werden wir doch gleich jetzt noch die Sophia-Erinnerung dranhängen. Wo ist sie denn? Wo ist denn die Sophia-Erinnerung? Die war doch hier gleich ganz in der Nähe. Hier? Was macht die denn da? Also schön. Wo ist Heuhaufen? Um das Ganze ein bisschen abzukürzen, weil das ja eigentlich zusammenhängen soll. Ich denke, werde ich im Schnitt, wenn ich dran denke, hier den Lauf da einfach rausnehmen. Nee, ich will nicht zu dem. Meine Männer sind im Glücksspiel erlegen. Werdet ihr vielleicht so nett, wenn es Mädchenturm. Ein Hinweis der Polo-Brüder führte Ezio zum Mädchenturm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Volle Synchronisation. Beschaffen Sie den Masyaf-Schlüssel, ohne ins Wasser zu fallen. Ob das funktioniert? Schauen wir mal. Okay. Also, wir sollen den Turm durchsuchen. Alles klar. Nichts leichter als das, den Leuchtturm nach einem Masyaf-Schlüssel durchsuchen. Schauen wir mal.
dann müssen wir als nächstes hier rein. Was kann ich hier machen? Also immer wenn da irgendwas blinkt oder irgendwas. Und muss direkt mal ausprobiert werden. Nein! Bitte nicht schon wieder ein Timer! Das kann ich aber gar nicht leiden. Komm. Okay. Okay, alles klar. Ich meine, ich finde ja diese Rätsel finde ich ja richtig interessant. Und ich hoffe, dass es jetzt keinen weiteren Timer mehr gibt. Das mag ich gar nicht. Dann schauen wir mal, ob wir den Rätsel von diesem Mädchenturm da lösen. Wie war das nochmal? Springen auf die andere Seite? Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Ich sehe nichts. Ich sehe kein Stück. Da seht ihr jetzt wahrscheinlich im ersten Moment mehr als ich. Ich muss doch mal in der Videobearbeitung schauen, wie ich das Bild technisch dann noch ein bisschen verbessere. Weil normalerweise mache ich nur den Kontrast etwas höher und die Sättigung ein bisschen stärker. Aber ich glaube, wenn ich das hier mache, dann wird das Bild an sich einfach dunkler. Mal schauen, wie ich das dann am besten löse, weil ich möchte eigentlich trotzdem auch jede Folge gleich machen. So. Machen wir den nächsten Hebel. Noch 50 Sekunden. Wo kommen wir da jetzt hin? Soll ich da hinkommen? Kann ich da oben rauf? Nein, das funktioniert so nicht. Wie soll ich da jetzt hinkommen? Komm, Ezio, warum kannst du dich denn da nicht festhalten? Okay, dann muss das aber anders gehen. Kann ich da nochmal interagieren? Nee. Ja, Mann, ich bin aber auch ein Depp. Wenn mir das hier direkt schon so angezeigt wird... Ja, nee, aber das schaffe ich nicht. Da muss ich nochmal von vorne anfangen. Lass nochmal runter. Das müssen wir nochmal machen. Aber anscheinend muss ich dann hier und dann hier und dann einmal außen rum und dann da wieder zurück. Okay. Probieren wir das Ganze noch einmal. Nee. Ich glaube, ich wollte da nicht hin. Scheibengleister. Wie war denn das nochmal? Okay, das war nix. Nochmal zurück. Wie war denn das nochmal mit dem auf die andere Seite springen? Lampe B. Hä?
Es hieß doch, bevor ich mit der Lampe um die Ecke springe. Da muss ich doch dann B drücken, oder? So funktioniert das nicht. Komm. Ah, bevor ich an der Lampe vorbeikomme. Okay. Gut, dann starten wir die Uhr nochmal. Irgendwann wird's ja wohl gehen. Und wie jetzt weiter? Ah ja. Manchmal stelle ich mir die Frage, warum um alles in der Welt baut man so etwas? So ein kompliziertes Rätseldingens. Oder was hatten sich frühere Zivilisationen dabei gedacht, so etwas zu bauen? Super. Wie geht's da jetzt weiter? Okay. Ja, hoch mit dir. Ja, so langsam kommen wir wieder rein in das Spiel. Da jetzt wieder machen. Eine Minute. So, wo muss ich da jetzt hin? Nee, wahrscheinlich andere Richtung. Nee. Doch schon die Richtung. Ach so. Warte mal, wie war das? So, genau. Oben rauf, okay. Na komm, Ezio.
Na gut, okay. Wo muss ich da jetzt? Nein! 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 Ach komm! Das hätte jetzt echt nicht sein müssen, dass ich da ins Wasser reinfall. Ach komm! Nee! Nee! Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Ach komm! Mann! Wo ist denn der jetzt? Sag, heißt, ich muss oben rauf irgendwo. Wo muss ich denn oben rauf? Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Also, ich meine, dieses Ding ist ja nicht umsonst runtergeflogen. Muss noch höher. Ah, vielleicht muss ich da drüben holen. Also, das war jetzt echt verschenkt. Meine Nase juckt. So. Das war echt verschenkt. Aber immerhin, ich hab's in dieser Folge geschafft. Das muss man ja auch dazu sagen. Es ist ja nicht immer selbstverständlich, dass ich so eine Mission innerhalb von einer Folge erledige. Gleich möchte ich erst die Truhe noch plündern. Vier von fünf Massivschlüsseln erhalten. Sehr schön. Kommt da noch was? Nee, da kommt nichts mehr. Okay, so Leute, dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Und ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit reinschaut. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Omni.